Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Sky Factory 3. Heute mit mir alleine, mit den lieben Silence. Also, seit letztem Mal ist nicht so viel passiert. Sind eigentlich nur 24 Stunden um. Ich habe mich mal informiert, wie ich so die nächsten Seeds bekomme. Und zwar das, was hier noch fehlt, die Rosa Skelet Seeds. Es ist eigentlich total einfach, die zu kriegen. Man muss einfach nur normale Skelette. So. Ja, toll, war ja klar. Man muss einfach nur normale Skelette mit Witchwater übergießen. Warte mal, man kann da auch, glaube ich, noch eine einfache Methode machen. Ich muss mal gucken, weil ich habe jetzt keinen Bock, da so lange zu warten. Denn man kann, glaube ich, auch einfach Ding hier reinpacken im normalen Wasser. Oder auch nicht. Ah, klasse. Gut, das heißt, ich brauche ein neues Barrel. Toll, kann man nicht reinpacken. Gut, dann muss ich da eigentlich mal den Input kurz ausmachen. Toll, und ich kriege ja nur den Kack raus. Ist noch einer ohne? Extract nur. Ja, passt. Das heißt, da kriegen wir jetzt gleich ein Eimer Witchwater raus. So, ich lasse es nochmal so, da ich nicht genau... Ja, gib mir halt noch mehr von dem Scheiß. Da ich nicht genau weiß, ob es dauerhaft geht oder nur einmal. Also quasi, ob ich es wieder aufsammeln kann oder nicht. Aber... Theoretisch sollte es gehen, dass ich jetzt hier einfach so mache. Und wenn hier Skelette reinfallen, sollten das Wither-Skeletten werden. Hä? Och nö. Ja, da war glaub... Ja, da sind welche. Gut. Ah, du scheiß kleines Drecksviech. So. Das heißt, ich muss mal ganz kurz das Ding jetzt hier dicht machen. Naja, wobei, nee, ich kann das auch so machen. Denn ich möchte gerne Beheading-Upgrades reinpacken. Dadurch kann ich dann hoffentlich mehr Schädel bekommen. Gut, das heißt, wir brauchen jede Menge von den Helmen. Den Autospawner brauchen wir dann erstmal auch nicht mehr unbedingt. Wir brauchen... Ach du Scheiße, wir brauchen 90 von den Upgrades. Ich werde das Rezept kurz einprogrammieren. Das ist mir doch zu viel. Ja, Strom haben wir mittlerweile auch zu wenig. Also nachts ist es schon leer. Das heißt, da müssen wir auch mal was machen. Das werde ich gleich nebenbei nämlich machen. Machen wir mal bitte 3 Stück. Na, wo hapert's? Crafter? Ah, da. 3 Stück. So, die Rezepte kommen jetzt mal hier rein. Was ist das für ein dämliches Lied? Okay, Internet hat nur geleckt. So, was ich jetzt machen wollte, waren Rezepte. Und zwar... Heading. Einmal... Zweimal... Nein, das hatte ich schon, das wollte ich. Und dreimal. So, hatte ich nicht irgendwo schon einen mit Vanilla-Sachen? Naja, da sind die Mob-Chunks, die Crafting-Seeds. Ja, gut. Ja, dann... So. Dann... Upgrade. Da. 90 Stück. Start, Start. So, das läuft jetzt durch. Währenddessen möchte ich gerne jetzt die Solarpanel einspeichern. Und zwar werde ich das alles stückweise machen. So, dann die. Dann Pisten. Holz sollten wir schon herstellen können.
Dann die Dinger. Dafür brauchen wir noch den Komparator. Dafür müssen wir wissen, wie Redstone Torches gehen. Das ist Photovoltaik 3. Das ist jetzt 4. So, dafür muss ich das wissen. Dafür muss ich das wissen. Weiß ich die Dinger hier schon? Nein. Ja, so, dann brauche ich den 5er. Dafür muss ich eigentlich nur das hier kennen. Dann den... Ja, 6er kann ich noch nicht machen. Schade. So. Aber prinzipiell den Rest können wir sogar schon machen. Gut, da sind wir noch lange von weg. Also, du bist hier erstmal disabled. Dann Vanilla, 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 Vanilla. Und so. Photovoltaikzellen. Hä, Photovoltaikzellen 1? Das Rezept habe ich gar nicht. 2? Ach doch, da. Das heißt 1, 2, 3 und 4. Ah, okay. Die braucht man nicht sofort. Dann wollen wir jetzt mal gucken. Die 6er, davon kann ich wahrscheinlich keinen craften, genau, weil mir die Dinger fehlen. Aber ansonsten scheint es zu klappen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal 10 von denen wollen, haben wir nicht genug Holz. Okay. Das ist jetzt wirklich peinlich. 5 Stück davon. Gut, dann möchte ich gerne 8 Stück davon. Dann... 6 Stück. Ja, 6 Stück geht. Das geht aber flott. Dafür, dass da noch keine Upgrades drin sind, wie mir gerade eingefallen ist. So. Da sind auch keine drin. Uhu! Das geht wirklich flott. Ist er gleich schon fertig? Das ging jetzt ein bisschen sehr schnell. Also. Die 90 Stück von denen hier. Auf gut Glück, dass wir jede Menge Wither-Zeug rauskriegen. Und ich habe nichts, um das Ding zuzubauen gleich. Das heißt, ich brauche noch ein Kobbelchen, vielleicht so ein. Ja, natürlich gleich ein Stack. Man kann es auch übertreiben. Aber dann ist das wenigstens fest und ich mache es nicht immer wieder kaputt. So. 10 Stück. 10 Stück. 10 Stück. Und ja, ich bin ein Cheater, lasst mich. So. Ich mach's einfach nur, weil es so einfacher jetzt fürs Let's Play ist. Deswegen mache ich's so. Gut. Dann einmal den Eimer. So. Dann easy. Einmal kurz warten, ob da jetzt was runterfällt. Na los. An sich, Beheading 10 ist schon nicht ohne. Auf mich anzugreifen. Na. Krieg ich wirklich so schnell Köpfe jetzt? Das wäre geil, wenn ich so schnell jetzt Köpfe kriegen würde. Oder ob das nur Zufall war. 20 Köpfe, mal ebenso. Was kann ich aus dem Mother Dust machen? Soul Sand? Nichts Besonderes. Okay.
Na? Buttercup? Warum auch immer das jetzt nur noch... Ach, oh, waren schon wieder 13 Stück. So, die kriegen da einen besonderen Platz. So, 35 Stück. Das ist geil. So, 4 Stück davon. Du kriegst aber kein Void Upgrade. So, das heißt, wir können jetzt mal die Rezepte für die Chunks unten einspeichern. Die verschiedenen Mob-Chunks. Chunk. So, Tier 1 Chunk. Tier 2. Tier 3. 4. Und 5. So. Dann kann ich mir jetzt nämlich Chunk. Und zwar brauchen wir den Wither Skeleton Chunk. Dafür brauchen wir 4 Stück brauchen wir davon. Das heißt, 4 von denen. Start. Na doch. Das braucht ziemlich lange. Was craftet er denn so lange? Okay, ist einfach... Sind die Solarpanel fertig? Ja. So, weil dann können wir jetzt nämlich die Wither Chunks machen, 4 Stück, und den Wither Seed. Ergo bekommen wir jetzt noch mehr Wither Skeleton. Auch wenn wir es eigentlich gar nicht brauchen bei der Menge, die wir da gerade rauskriegen. Das ist ja abnormal. So. Einmal, dann brauche ich noch Dirt. Wenn der überhaupt auf Dirt wächst, heißt das. Kann ich mal angucken, wie der wächst. Nein, natürlich nicht. 520 Dirt, warum? Das wird irgendwie nicht mehr. Ah, da kommt das Barrel mit Wasser her. Ja, gut. So, wächst er. Ja, er wächst gut. So. Das heißt, wir können das Ding hier noch mit reinpacken. Und wir kriegen jetzt Unmengen an Wither Skeleton Zeug. Was ich ehrlich gesagt echt cool finde. Weil wir haben jetzt eigentlich das Tier 5 alles fertig. 2, 4, 6, 8, 9 Tier 5er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passt. Auch wenn wir Inferium eigentlich nach ganz hinten packen müssten, aber das jetzt mal dahingestellt. So, dann die nächste Aufgabe. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte mehr von den Epic Bacon eigentlich gerne machen. Ach nee, Kaktusgrün kann man ja damit, glaube ich, nicht machen, oder? Genau. Da war ja was. Gut, wie sieht's aus mit Wither? 114. 108. Ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich... Was willst du denn schon wieder? Ich wollte eigentlich irgendwie so eine Anlage bauen, die mir an der Seite Wither Skeleton farmt quasi. Aber ganz ehrlich, so viel Zeug, wie wir jetzt hier rauskriegen an Köpfen und alles, das lohnt sich eigentlich gar nicht, da jetzt noch großartig was zu machen. Weil wir kriegen Super Creeper, die droppen nun noch mehr Zeug. Also an sich, es lohnt sich überhaupt nicht. Ah, nur die Enderman porten sich weg, glaube ich. Deswegen sind die auch so viele, glaube ich, oder? Ja, die porten sich wieder weg. Gut, dann brauchen wir doch so ein Ding. Das heißt, wir müssen den Powered Spawner kurz aufstellen. Auf gut Glück, dass wir relativ schnell das Richtige bekommen, was wir brauchen. Was? Warum ist der jetzt... Oh, ich hasse es. Wenn die zu viel Spannung kriegen oder so, ploppen die einfach weg. Powered Spawner. Und Energy Conduit. Ja, ich muss heute aber wirklich auf 15 Minuten begrenzen. Ergo werde ich jetzt gleich die Folge auch zu Ende machen. Weil ich muss ein bisschen vorproduzieren, da ich am Wochenende bei meinen Eltern wieder bin. So. Auch wenn das wahrscheinlich eh niemanden interessiert. Warum droppt der? Was hat der für Probleme?
kotzt das mich schon wieder an. Das ist extra... Das ist vom gleichen Mod. Also daran kann es nicht liegen. So. Hä? Okay, vielleicht sollte ich mal den Import-Ding da ausmachen oder erstmal gucken. Weißt du was? Du kriegst einfach ein Solarpanel 4 auf den Kopf. Fertig. Vielleicht klappt es ja damit. Ja, auf jeden Fall, was ich eigentlich mit dem Powered Spawner halt machen will, weil ich bin jetzt schon wieder über die Zeit. Ich möchte quasi einfach nur... Ah, toll. Das bringt nicht mal was. Hä? Jetzt droppt... Warum droppt der jetzt auch schon so? Er sagt nicht, dass er jetzt irgendwie verbuggt ist. Doch, ist er. So, jetzt nochmal ausprobieren. Wenn es jetzt nicht funktioniert, gucke ich erstmal offscreen. Ja, ich kriege hier natürlich keinen Strom hin. Ach, da ich mal wieder das Ding vergessen habe. Toll! Ist ja nicht so, als ob ich die Zeugen ja noch länger ziehen würde, obwohl ich eigentlich gar nicht überziehen darf. Bang. Probieren wir mal... Ah, verdammt, die sind leer alle. So. Probieren wir es nochmal aus. Also. Stromkabel. Strom. Und der droppt. Kriegt er zu viel Strom rein, oder? Was ist das? Hä? So, powered. Conduit. Haben wir noch was von den ganz... 640 F. Das muss er doch hinkriegen. So. Mann, nervt das gerade. So, oder mache ich anders? Ich werde hier... Maximal Output auf 25 runterschrauben. Selbst bei dem... Okay, gut, da muss ich dann nochmal gucken. Also das hat irgendeinen anderen Grund, warum der immer despawnt. Aber ich würde sagen, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Guckt auch nächstes Mal vorbei. Lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis dahin. Ciao, ciao.